Radio. Hallo. So, hallo Leute, willkommen zurück zum Let's Play Super Mario 64. Nun haben wir 2/3 des Spiels abgeschlossen. Uns fehlen noch 40 Sterne. Und es sind noch 4 Welten zu betreten. Da haben wir auch schon mittlerweile den zweiten Mal Bowser besiegt. Und jetzt gehen wir in diese Welt hinein. Atlantis Aquaria. Folge den blauen Pfeilen. Die blauen Pfeilen. Ich kann mir schon ahnen, was auf mich zukommt. So, jetzt müssen wir hier das Wasserspiegel steigen lassen. Und zwar mit diesem Pfeil hier fahren. Mission completed. Und dann gehen wir per Rückwärtszeitung wieder rein. Suche nach der Spitze der Stadt. Toll, ich wollte einen Hechtsprung machen, aber zu spät gedrückt. Also Leute, wir können hier einen Dreifachsprung machen. Ich sagte Dreifachsprung. Keine Ahnung. Zur Alternative gibt's das hier. Diesen Block heranschieben. Und so kommt ihr auch hinauf. Auf diese Gegner sollten wir achten. Sobald wir gefangen werden, dann schmeißt er uns aus dem Ring. Vor allem der hier. Nein, oder? Es kann sowas passieren. Ich hätte eher mit der Kamera umstellen müssen. So, alle gute Dinge sind 3. So. Na, also geht doch. Erforscht die Höhen und Tiefen. Ja, das haben wir schon gemacht. Also gut. Jetzt bringen wir den Wasserspiegel auf 0. Also dass so gut wie kein Wasser mehr vorhanden ist. Yeah.
diese klassische Musik, die man aus Mario Bros. Reihe kennt. Also es funktioniert folgendes. Ich müsste hinter ihm stehen. Da sieht man den Plattform mit den Füßen. Dann katapultiert er mich hinauf. Oh oh, oh oh, nein! Autsch. Ja, komm doch her! Sobald ihm die Puste ausgeht, dann dreht er, zieht er neu auf. Jetzt bring mich nach oben! Na super. Autsch. Des Rätsels Lösung ist der Wasserstand. Tief unten erwartet dich die Stadt, nachdem du den Pegel hast sinken lassen. Das war jetzt gutes Deutsch. Von Zeit zu Zeit erscheint eine farbige Zahl. Wenn du Kisten öffnest, Ringe durchquerst oder geheime Orte erreichst, gelingt es dir, alle fünf farbigen Zahlen dieses Bereichs zu finden, erhältst du zur Belohnung einen Powerstern. Und dieser Schalter hier, das ist dann der höchste Wasserstand. Also müssen wir jetzt dahin schwimmen. Ja, das hat jetzt etwas länger gedauert, aber das wäre ja langweilig, wenn alle Aufgaben zu kurz wären. Beeil dich, Expressaufzug! Also man muss als erstes hier Wasserstand auf 0 bringen, diese Kiste hier zerstören, weil das brauchen wir nachher. Ich frage mich, was die sind. Na super, jetzt schmeißt er mich raus. Oder auch nicht. So, da muss man wieder von ihm hochkatapultiert lassen. Oh ey, langsam wird's kritisch. Nein! Langsam wird es echt eng. Oh, das sind auch leider keine Münzen. Wonderful. Vor eure Augen. Ja, lieber so als anders. Weißt du, das Problem ist, man darf hier den Wasserspiegel nicht steigen lassen. Deshalb bin ich auf seine Hilfe angewiesen.
Das ist schon mein zweiter Fehler, dass ich nicht mit der Kamera arbeite. Und ich lande immer so unglücklich. Aber jetzt sieht es schon mal viel besser aus. Weil die Energie brauche ich wegen dem, wie schon die Aufgabe nennt, Expressaufzug. So, jetzt muss man schnell nach unten und dann Wandsprung und hier warten. Man hat ja nicht so viel Zeit. Dingen, dingen, dingen. Fehl die 8 roten Münzen. So, dann machen wir auch die 100 Münzen. So, dann lassen wir den Wasserspiegel senken. So, da kann man hier ordentlich Münzen einsammeln. Ah, da ist der Gegner. Die geben euch 3 Münzen. So, hier könnt ihr ordentlich Münzen einsammeln. Dann habt ihr schon 56. Also ihr braucht mindestens 84 Münzen, dann diese 8 roten Münzen und dann habt ihr schon 100 Münzen. Da war bestimmt nichts. Seht ihr? Nix. Ja, jetzt muss ich wieder Schmerz in Kauf nehmen. Und rückwärts ab, To! Ausgezeichnet. Ja, der Klempner hat's nicht leicht. Oh, verschwinde. Ah, jetzt brauche ich nur noch 10 Münzen. Nein, 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 nicht mit mir, nicht mit mir. So, da kommt er an mir nicht dran. So, da fragt ihr bestimmt, wo die 8 roten Münzen sind. Die Antwort liegt ganz einfach. Man muss erst hier den Wasserspiegel auf höchstem Niveau bringen. Oder an höchsten Punkt. Und wir sind auf die Hilfe von den Bomben angewiesen. Weil die sind 3 da oben. Ja, schön. Dann mal umdrehen, bitte.
So, jetzt wissen wir. Ja, bitte. Okay. Aber da ist es echt schwierig, an ihn ranzukommen. Ich glaube, ich brauche Zweifachsprung eigentlich. Diese Steuerung macht mich auch ein bisschen fertig. Also gut. Fünf Minuten später. So wirklich wörtlich genommen. Das ist nicht gelogen. Aber es gibt keine andere Möglichkeit. Ja gut. Vielleicht war ich auch zu dicht. Ja. Hallo, ich mache die Kanone zum Abschuss bereit. Bist du bereit? Dann rein mit dir in die Kanone. Gesagt, getan. Achso, man braucht einfach nur einen Zweisprung. Aber zum richtigen Timing. Und dann müssen wir mit der Kanone an das hinterste Eck schießen. What the hell? Das war vielleicht zu steil. Also bei DS-Version, da konnte man locker da rein. Auch ohne die Hilfe von Kanone. Naja, dann einfach mal eine Runde schwimmen. Und die letzte Aufgabe geht ja schnell. So ungefähr. Na also, geht doch. Und wie die Welt auch schon heißt, Atlantis. Bei dieser Stadt ist ja versunken. Wenn man es das genau betrachtet. So, dann hier. Dort. Ich warte noch mit dem Wasserspiegel. Und die sämtlichen Boxen hier sind mit roten Münzen verborgen. So, und hier ist das nötige Schalter. Schwimmt lieber so schnell wie möglich auf dem Dach, was mir leider nicht gelungen ist. So, dann einfach mal Wandsprung üben. Na super. Ja, auch Stampfattacken können wehtun.
das müsste mit Dreifachsprung funktionieren. Exzellent. Nein, wo ist jetzt nicht runterfallen? Ich sag's nicht zum dritten Mal. Okay. Es geht auch so. Und hier braucht man einen Dreifachsprung. Ausgezeichnet. Aber bloß nicht den Popo verbrennen. Also ich hab irgendwie heute was mit dem Po. Den Schmerz, den Mario leiden muss. Perfekt. So, jetzt machen wir noch die letzte Aufgabe und im nächsten Part machen wir den 12. Welt. Wie lautet die Aufgabe? Beachte das Zeitlimit. Also wie gesagt, wieder den Wasserspiegel auf höchsten Stand bringen und zur Atlantis zurückkehren. Weil hier in diesem Gebiet gibt es nichts mehr zu holen. So, dann nehmen wir hier eine Abkürzung. Nö, ich brauche ja keine One-Ups. Schwimm schneller, Mario. Und wenn man zu Atlantis schwimmt, dann verändert auch den Musikhintergrund, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Als würde man den Nessie besuchen, falls ihr den 6. Welt angeschaut habt. So, da schwimmen wir schnell zu den Tarnkappeln. So, und dann hier durch. Ja, jetzt müssen wir hier warten, bis die Wirkung nachgelassen hat. Weil ich muss ja hier Wandsprung machen. So. Dann ist diese Welt auch abgeschlossen. Falls euch gefallen hat, dann bitte Daumen hoch. Also, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao.